willkommen zur Hundevermittlung für Februar und März. Auch diesen Monat wollen wir euch einige Hunde präsentieren, die bei uns im Tierheim zur Vermittlung bereitstehen. Und wir fangen an mit dem Balko. Der Balko ist ein Schäferhund-Labrador-Mix. Wie man unschwer an den Bildern erkennen wird, er liebt Stöcke und Bälle. Ein bewegungsfreudiger Schäfer- und Labrador-Mix, der 6 Jahre alt ist, 5 Jahre ist, um genau zu sein. Und meine gut erholte Kollegin Silke, die nämlich gerade im Urlaub war, gibt euch weitere Informationen. Ja, wir haben ja Glück mit dem Wetter. So kalt ist es ja nicht mehr. Und er, du hast es ja gesehen, er ist wirklich ein richtiger Ball- und Stock-Junkie, kann man echt sagen. Ist, ne? Ja. Ja, also permanent, das ist sein Größtes, seine fette Beute, die will er haben. Und das muss man einfach wissen, dass es wirklich ein sehr sportlicher Hund ist. Er geht gerne spazieren, er ist sehr menschenfreundlich, er verträgt sich auch mit Hündinnen. Bei Rüden ist es schon eher so, dass die Sympathie entscheidet. Also an der Leine ist er ein bisschen anstrengend, ne? Ja, an der Leine ist es schon so, dass er dann auch mal gerne die anderen Hunde anpöbelt oder auch so, zu so einer Leinenaggression neigt und dann halt auch so Übersprungshandlungen macht. Ich denke aber, wenn man ein richtig gutes Vertrauensverhältnis entwickelt hat und aufgebaut hat, so eine Mensch-Hund-Beziehung, dann kann man ihn später auch ohne Leine laufen lassen. Ne? Er fährt auch gerne im Auto mit? Er fährt gerne im Auto mit, er kann auch mal stundenweise alleine bleiben. Und ja, er braucht jetzt sportlich aktive Leute, die halt ihn ja, gut führen können. Und sonst ist es ein lieber, netter, lustiger Hund. Ich habe bei Balko auch das Gefühl, den werden wir, und der hört auch gut auf seinen Namen, dass er schnell vermittelt wird. Ja, sofern der Balko gut zu euch in die Familie passt, bei uns im Tierheim gibt es weitere Informationen. Wenn sich Gogo, unser nächster Hund, nicht von seiner besten Seite präsentiert, ja, dann weiß ich nicht. Ein Havaneser-Mix. Die Gogo ist etwa 3, also 4 Jahre alt und ich werde jetzt mal das Negative zu Gogo sagen. Gogo braucht intensive Fellpflege und kann nicht alleine sein. Ist dann sehr bellfreudig. Genau. Das war das Negative und meine zuckersüße Silke gibt uns die weiteren Infos. Ja, die zuckersüße Gogo ist total lustig, verspielt, überdreht, ist hier vorhin ja auch schon so rumgeflitzt wie sonst was und ist eigentlich ein absoluter Familienhund. Also Kinder sind kein Problem, sie ist verträglich mit anderen Hunden, egal, Rüde, Hündin und ja, verschmust, lieb, anhänglich und will eigentlich gefallen. Hat ein tolles Grundgehorsam. Muss ja. Man einfach sagen? Ja, also ist ja nicht fremd, sagen wir es mal so. Aber und ja, und ansonsten eigentlich ein sehr unproblematischer Hund. Wie gesagt, also das alleine bleiben sollte sie noch ein bisschen üben. Ja, sie bellt halt gerne. Ein typischer Familienhund, die Gogo, ich bin mir auch ganz sicher, die werden wir vermitteln. Und auch bestechlich ist sie leicht. Ja, jetzt, wohin klappte das besser? Weitere Infos zu dieser wirklich zuckersüßen Hundedame gibt es bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. So, jetzt kommt Ronja, die Bullterrier-Mix-Dame, 10 Monate alt. Werden einige von euch unter Umständen kennen, weil wir vor einigen Wochen bereits über Ronja bei Facebook berichtet haben. Weitere Infos gibt die liebe Silke. Ja, sie ist ja zu uns gekommen, weil die Halter mit ihr überfordert waren. Man muss einfach auch sagen, dass Ronja schon ein sehr unsicherer Hund ist. Sie fremdelt sehr bei ja, unbekannten Personen. Man kann sie ganz gut bestechen, aber wir brauchen jetzt schon Hundehalter mit Erfahrung, die sie halt jetzt souverän durchs Leben führen. Wie versteht sie sich mit anderen Hunden? Sie versteht sich sowohl mit Rüden als auch Hünden, ist aber ja, doch schon ein bisschen eifersüchtig, neigt dann auch mal zum Pöbeln und sie ist halt auch futterneidisch. Du sagtest etwas unsicher, also das heißt, 9 Halter, auf jeden Fall keine Kids. Nee, also ich denke auch, wenn dann doch zu schnelle Bewegungen oder sie das dann nicht kennt, dann könnte sie aus Angst einfach auch schnappen. Ne? Also ansonsten ist sie ja freundlich, verspielt,
lustig. Ja, auch verschmust, ne? So die Leute, zu denen sie kennt, zu denen ist sie offen, gar kein Problem. Wachsam ist er auch sehr? Ja, wachsam ist er auch. Und sonst halt ein junger Hund, der jetzt halt noch alles ein bisschen lernen muss und ein bisschen souverän durch die Umwelt gehen und dann. Sie wird ja auch noch kastriert, ne? Genau, sie wird bei uns jetzt noch kastriert und dann steht einer Weitervermittlung nichts mehr im Wege. Ja, und sofern Ronja für euch unter Umständen der richtige Hund ist, lasst es uns wissen. Oh, der Mann mit der Kamera. Der Mann mit der Kamera. Zwischen meinen Beinen sitzt jetzt der Hector. Und der Hector, Hütehund-Mix, etwa ein Jahr alt, leidet bei uns sehr im Tierheim, dreht sich dann immer im Kreis. Also wir denken, er ist natürlich völlig unterfordert. Auch wenn er sich jetzt von seiner besten Seite präsentiert, ist es dennoch ein Arbeitshund. Ja. Erzähle. Genau. Hector ist noch unsicherer als Ronja. Also er fremdelt wirklich sehr am Anfang bei fremden Leuten. Und ist halt auch sehr unsicher und in bestimmten Situationen reagiert er dann auch panisch. Also ich sage mal so, zum Beispiel beim Tierarzt, dann wird er halt auch beißen, ne? Ja. Das muss man einfach auch so sagen. Und er ist aber bestechlich und wenn er einmal Vertrauen gefasst hat, dann ist er auch wirklich sehr verschmust und anhänglich und will auch gefallen und alles richtig machen, ne? Aber er ist schon arbeitsintensiv. Wie versteht er sich mit anderen Hunden? Ja, er verträgt sich mit anderen Hunden, ist aber ein kleiner Macho. Und er geht auch gerne spazieren, zieht aber sehr. Nur komm her, grüß was. Solange er noch hier auf dem Tierheimgelände ist, aber sobald er runter ist, geht er auch schön artig an der Leine. Ne? Also auf jeden Fall ein Hund für souveräne Hundehalter mit Erfahrung. Genau, genau. Kids wären, glaube ich, auch nicht so wirklich das Wahre, ne? Nee, aber es sollten schon sportliche Leute sein, die halt auch mit ihm, ja, ich sag mal, ihn fordern und auch was mit ihm machen. Denn er ist halt schon ein sehr intelligenter Hund und er möchte halt auch gefördert werden. Sehr, sehr bestechlich und er taut dann auch tatsächlich sehr schnell auf. Ja. Der Hector, ein Jahr alt, Hütehund-Mix, da würden wir uns freuen, wenn wir einen Halter mit Hunderfahrung finden würden. Infos gibt es bei uns, du kriegst noch jetzt noch die ganze Tüte. Infos bei uns im Tierheim. Ob sie noch weiß. So, als nächstes kommt ein Spitz-Schäferhund-Mix und zwar ist das die Hundedame Paula. Paula ist 4 Jahre alt, extrem schmusig, das muss man ja wirklich sagen, und seit 3 Wochen bei uns im Tierheim. Und Silke gibt uns weitere Infos. Ja, Paula ist gefunden worden, sie ist ein sehr anhänglicher Hund, aber halt auch ein sehr bellfreudiger Hund, muss man auch sagen. Also sie kommentiert wirklich alles, was ihr nicht passt, wenn sie einen Keks haben will, wenn sie rausgehen möchte, das erzählt sie einem alles. Ne? Ansonsten aber auch ein sehr netter Hund, wobei sie sich schon ihre Leute aussucht. Sie ist da recht stur, sie geht nicht mit jedem hier durchs Tor, manchmal bremst sie dann und sagt, nö, bitte wieder nach Hause. Ja, ansonsten also verträglich mit Rüden und Hündinnen, aber doch schon sehr selbstbewusst. Ne? Grunderziehung ist vorhanden? Ja, Grunderziehung ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, und ansonsten ist es auch ein Spielkalb. Sie albert herum, aber dann pusht sie sich auch hoch, weißt du, sie zwickt dann ja auch schon mal so in den Ärmel. Deswegen sollten halt keine Kinder in der Familie sein, sondern dann schon eher, ich sag mal, so Jugendliche, ne? Die dann halt auch wirklich mit ihr anständig spielen können. Tierärzte mag sie nicht unbedingt? Nee, also da ist sie nicht verschmust, da wird sie dann eher schnappen. Also Hundeerfahrung wäre schon von Vorteil, aber vom Grunde her siehst du hier ja auch wirklich ein anhänglicher Hund und ja, spitztypisch vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Kann auch stundenweise alleine bleiben? Genau, genau. Ja, und sonst eine nette junge Hundedame. Die weiß, was sie will. Genau. Eine selbstbewusste Dame, die weiß, was sie will. Die Paula. Weitere Infos zu Paula gibt es bei uns im Tierheim. Aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat wurde leider nur der Ottmar vermittelt.
Weitere 5 Hunde könnt ihr in der Hundevermittlung vom Vormonat sehen. Wir hatten da ja Sorgenkinder. Wer also Interesse an Steffs oder an Pitties hat, wird da unter Umständen auf seine Kosten kommen. Also nochmal die Hundevermittlung vom Vormonat gegebenenfalls angucken. Für den letzten Hund, den wir euch diesen Monat ans Herz legen, suchen wir einen Hundehalter mit einem ganz, ganz großen Herz. Ist nämlich ein Sorgenkind, und zwar ist das der Danny. Ein reinrassiger Pudel, 10 Jahre alt, hat Diabetes und ist blind. Und Silke gibt uns letztmalig Informationen zu dem Schmusehund Danny. Ja, also es ist halt wirklich das große Sorgentier, möchte ich mal sagen. Denn es ist halt doch schon so, dass er eben nicht nur Spezialfutter benötigt, sondern er muss auch zweimal täglich gespritzt werden, Insulin gespritzt bekommen. Und da suchen wir halt wirklich zuverlässige Hundehalter, vielleicht sogar Hundehalter, die sich mit Diabetes auskennen. Man muss sich das halt zutrauen, den Hund zu spritzen und auch wirklich in bestimmten Zeiten und sich da auch wirklich konsequent dran halten. Und man darf ihm keine Kekse zwischendurch geben. Also das ist wahrscheinlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Aber er lässt sich das Insulin ja gut spritzen. Er macht ja keinen Terror, gar nichts. Nein. Ganz lieb, ganz lieb, unproblematisch. Genau. Also das lässt er sich super gefallen. Er ist auch im Moment sehr gut eingestellt. Aber man muss das natürlich regelmäßig kontrollieren. Ne? Also man muss dann immer mal den Blutzuckerspiegel messen. Ne? Und auch regelmäßig zum Tierarzt. Ne? Das auch. Und, aber ansonsten ist es also jetzt nicht so unbedingt der Schoßhund, sondern es ist schon ein sehr lauffreudiger Hund noch und auch ein agiler Hund. Also er geht auch gerne spazieren, er ist aufmerksam, er läuft hier ja auch so rum, obwohl er das Terrain hier gar nicht kennt. Und er möchte hier jetzt auch nicht auf der Bank bei uns bleiben, sondern er will hier wieder rumschnüffeln. Wie versteht er sich mit anderen Hunden? Ja, er ist ein bisschen unsicher, dadurch durch sein kleines Handicap natürlich. Ich denke, mit einer Hündin wäre es überhaupt kein Problem. Er ist nicht kastriert und ja, ansonsten, ich denke, stundenweise könnte er ja auch mal alleine bleiben, aber er ist doch recht bellfreudig. Aber grundsätzlich sehr anhänglich, sehr verschmust. Sehr lieb, ne? Ganz lieb, genau. Total, ein bisschen dürr ist er. Genau, und ja, aber sonst, wie gesagt, ne, lauffreudig auch noch und halt, ja, lässt eigentlich alles mit ihm sich machen. Du musst ihn festhalten, sonst haut er uns ab. Genau. Also wirklich ein Schatz. Der letzte Hund diesen Monat, der Danny, 10 Jahre alt, für Hundehalter mit einem riesengroßen Herz. Weitere Infos gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Das war der letzte Hund diesen Monat. Die nächste Hundevermittlung, die ihr auf H1 unter Umständen seht, läuft am 23.03. Da gibt es unter anderem auch ein Spezial über die Reptilienhilfe Nord. Wer sich also für Reptilien interessiert, wird im März ganz sicherlich auf seine Kosten kommen. Wie gesagt, H1 vom 23.03. ab 20.15 Uhr. Ja, wir verabschieden uns. Bis nächsten Monat. Bis denn. Tschüss. Tschüss.